acht russische Männer, die hier am Trapez ihr Bestes geben. Hat es dir gefallen? Sehr gut. Das ist auch wieder eine Nummer, die du nur in grossen Zirkus siehst. Ich habe immer das Gefühl, ja, es kann ja eigentlich nichts passieren. Es hat hier ein Netz, oder? Es ist ein Sicherheitsnetz. Ist das so? Ist das wirklich 100% sicher? Das ist eine Illusion. Es gibt viele Unfälle, wo du ins Netz gehst und durch den Schwung wieder zum Netz rausgespickt wirst. Und dann landest du irgendwo, weil das Netz, das ist sehr hart gespannt. Du kannst dir auch das Knick brechen im Netz. Also, der Gefahrenmoment ist trotzdem im Netz immer da. Du, Rolf, hast ja schon Auergattung gemacht, auch im Zirkus. Bist du mal einmal dort oben gesehen? Ja, ja. Aber ich bin der Strickleiter wieder runter, weil ich so Schiss gehabt. Die unterschiedlichsten Flugfiguren, Pirouetten und Salti haben uns die acht Artisten von der russischen Gruppe The Heroes vorgestellt. Sie kommen übrigens vom Nikolin-Zirkus Moskau. Und nach getaner Arbeit gratuliert man an Ritual, die einen wichtigen Stellenwert haben im Zirkus, oder Rolf? Ja, das sind Parallelen zu den Sportarten, zu den Spitzensportlern. Wenn man fertig ist und macht man sich, oder hat, hat eben seinen eigenen Tick, dann spielt er das auch, Golfer ja auch.